Hier in Zürich ist es soweit, wir dürfen den neuen Golf GTE zum ersten Mal fahren. Jetzt wird manch einer fragen, warum hat er die junge Dame dabei? Ganz einfach, die hat etwas Entscheidendes, was man für das Auto braucht, das ist nämlich der Schlüssel. Rebecca, den Schlüssel darf ich haben. Zürich soll eine schöne Stadt sein zum Angucken. Hast du vielleicht Lust, kommst du mit? Eigentlich sehr gerne, aber tut mir wirklich leid, weil ich mich dann hier am Flughafen eher noch weiterhin dem Gästemanagement widmen werde. Okay, ich habe es versucht. Auf geht's mit dem Golf. Eine gute Fahrt. Dankeschön. Beim Start hier im Parkhaus verhält sich der Golf GTE natürlich wie jedes andere Hybridauto auch. Er fährt erstmal rein elektrisch. Der Unterschied zu anderen Hybridautos ist, der Golf GTE kann das nicht nur 2 oder maximal 3 Kilometer, sondern er ist in der Lage, das Ganze bis zu 50 Kilometer zu machen und das auch noch bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h. Wenn man einem Golf GTE zum ersten Mal begegnet, kann man ihn recht leicht erkennen. Er trägt die typische blaue Farbe, die bei VW die E-Farbe ist. Zudem hat er auch das Tagfahrlicht, was bereits vom rein elektrischen E-Golf bekannt ist. Das neue Plug-in-Modell ist aber mehr als nur ein reines Sparmobil. VW hat damit die Quadratur des Kreises geschafft und ein äußerst effizientes, fahrspaßorientiertes Auto auf die Räder gestellt. In diesem Golf findet sich eigentlich jeder sofort auf Anhieb zurecht. Das Einzige, wo man vielleicht doppelt hinguckt, sind zwei Schalter. Zum einen ist das der für den elektrischen Mode und zum anderen ist das der GTE-Schalter. Da drücken wir jetzt mal drauf, was passiert. Genau, der Motor meldet sich zu Wort. Und wenn man Gas gibt, merkt man auch, dass sich einiges ändert, nämlich dass alle 350 Newtonmeter sofort zur Verfügung stehen. Das Auto schiebt richtig gut an und damit beweist er, dass er ein echtes Mitglied der GT-Familie ist, zu der immerhin der GTI und auch der leistungsstarke GTD gehören. Auch im Innenraum zeigt der GTE selbstbewusst, dass er ein vollwertiges Mitglied der GT-Familie ist. Dort erinnert den versierten Golffahrer alles an den GTI. Dort, wo der GTI rot trägt, findet sich beim GTE die blaue E-Farbe wieder. Die typischen Sportsitze haben deshalb auch blaue Nadelstreifen. Dass VW mit dem Golf GTE sportwagenähnliche Leistungen mit einem Minimalverbrauch kombiniert hat, das begeistert selbst echte Rennlegenden. The future. Die Welt wird in 10 Jahren ganz anders ausschauen. Eine andere Gesellschaft, andere Regeln. Es wird sich also einiges ändern. Und wenn man sich umschaut, sieht man, dass inzwischen alle Hersteller bei ihren Motoren das Downsizing-Prinzip anwenden. Das Ziel ist klar, weiterhin Fahrspaß, aber trotzdem weniger Verbrauch. Schau dir mal den GTE an. In den vergangenen Jahren haben es Volkswagen und auch andere geschafft, den Verbrauch um die Hälfte zu reduzieren. Ist das nicht ein toller Erfolg? Aber du wirst sehen, in der Zukunft wird der Verbrauch durch Hybridmotoren noch einmal sinken. Auch Sportwagenfans werden es ehrlich zugeben müssen, dass der unglaublich niedrige Verbrauch einen fasziniert. Gut, die 1,5 Liter auf 100 Kilometer sind ein Laborwert. Aber schauen wir uns mal unseren Testverbrauch in Zürich genauer an. Den angegebenen Verbrauch kann man in der Praxis nicht erreichen. Allerdings sind 2,1 Liter pro 100 Kilometer ein beeindruckender Wert für ein Auto mit mehr als 200 PS. Das war sie, unsere erste Ausfahrt mit dem nagelneuen Golf GTE. Ein Auto, was das Beste aus zwei Welten miteinander verbindet. Nicht nur, weil er einen Verbrenner und auch einen Elektromotor an Bord hat, sondern weil er es wirklich wie kein zweiter schafft, sportliche Fahrleistung mit einem Minimalverbrauch zu verbinden. Und das Ganze gibt es für 36.900 Euro, wenn das Auto demnächst bei uns startet. Und ich denke, dieser Preis, der geht voll und ganz in Ordnung. Denn man bekommt ja zwei Antriebssysteme in einem Auto. Also zum einen der ganz normale Benziner, zum anderen ja eigentlich der Antrieb aus dem E-Golf. Und für jemanden, der ein sportliches Auto mit niedrigem Verbrauch sucht, ist das wirklich eine absolute Alternative zu einem richtigen Sportwagen.